Ich muss dich jetzt trotzdem bitten, dass du mal eins weiterrückst, weil wir holen uns jetzt einen Mann hier an den Tisch. Einen Mann, was heißt einen Engel? Einen Engel ohne Flügel, aber mit echt langem Haar. Und jedenfalls früher, glockenklarer Stimme. Er hat mit seinen 11 Geschwistern auf dem Wasser gewohnt, auf der Straße gesungen und ganze Hallen gefüllt. Bei ihm verschmelzen Hippie und Pippi zu einer einzigartigen Künstlerpersönlichkeit. Er ist eine ausgesprochene Inselbegabung, denn er lebt in Irland, wenn er nicht gerade mit dem Wohnmobil durch Deutschland kurvt. Er ist mindestens genauso bekannt wie Angela Merkel. Und wenn sie ein Mann wäre, würde sie heißen wie er, Angelo. Hier ist Angelo Kelly. Ja. Mann. Die können ja auch alles spielen, ne? Alles. 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 Selbst die unbekanntesten Lieder von meiner alles, Karriere. Alles, ja. Ich habe auch. Hast du lange überlegt, ne? Genau, ja. Gott, das ist ja auch schon lange her, mein Guter. Ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön. Das ist die Katrin. Du kennst sie. Ich habe zwei Katrins vor mir heute. Ja, zwei Katrins. Gar nicht schwer. Du kannst nichts verwechseln. Ja. Sie kennt dich natürlich. Ich habe euch schon in Warnemünde im Kreis sitzen sehen. Ja, natürlich. Da ist gerade die Mauer gefallen. Ja. Und ich dachte, was sind das für Verrückte? Da habe ich meine Frau kennengelernt. Warte mal, aber da kommen wir noch hin. Was möchtest du? Erstmal, was willst du trinken? Egal. Guck mal, wir haben ja alles leer. Ich gebe gleich mal rüber. Also meins kannst du noch mal voll machen. Darf ich ein Bier aus meiner Heimatstadt anbieten? Ja, ich trinke auch aus sehr gerne. Blauen. Ich trinke auch sehr gerne Weißwein aus Deutschland. Also so ein Riesling zum Beispiel. Oder irgendwas aus der Region. Haben wir denn, Marie, was sagst du? Ja, gut. So, hätte jetzt, ja gut, wir sagen nichts dazu. Es gibt auch noch andere schöne Biere, aber es schmeckt gut. Aber wenn du dann, wer kann ja noch auf Weißwein Riesling umsteigen oder gleich? Ist egal. Nee, du kriegst hier alles. Nein, nimm, wir bleiben was beim Bier, du kriegen kannst. Bier. Alles gut, alles gut. Katrin, Bier auf Wein, das lass genau. sein. Wein auf Bier, das rate überlegst ich dir später. Dir. So, und wir müssen es ja wohl wissen. Allerdings, ich habe es lange praktiziert. Und Bier. Bier ist auch gut für die Haare. Ist das so, ja? Ja. So, mal, Katrin, darum sind seine Haare so lang. Natürlich, wir hatten ja vorhin schon den Irrtum, dass Labradudel nicht haaren sollen, was gar nicht stimmt. Aber bei euch, da war ja früh, ihr habt ja alle lange Haare gehabt. Ja, also wir haben auch manchmal, weil wir haben ja viel auf der Straße gespielt und manchmal hatten wir da nicht direkt eine Dusche um die Ecke. Und ich habe als Kind sehr oft einfach, bin ich in Italiener rein, bin einfach zum Klo, hab meine Haare gewaschen am Waschbecken, wieder raus mit einem Handtuch und so, Dankeschön. Solche Gäste, und das für kein Geld, ne? Solche ja, Gäste, ja. Die mag man. Bier ist nicht nur gut für die Haare, sondern auch für den Harn. Na? Und da hast du ja lange Probleme gehabt mit dem Harndrang. Okay. Der Harn, das weißt du schon, was das ist. Nee, nicht genau. Jetzt. Das ist das, wenn man Pipi macht. Ach so. Das ist der Harn. Ja. Jetzt kommt mein zweites größtes Hit. Und jetzt kommt dein zweiter größter Hit, ja. Das zweite größte Hit. Yeah. Nee, aber das war wirklich, ich habe das nur einmal gesehen und ich war echt geplättet. Es ist sehr lustig. Weil das war stark. Es war wirklich stark. Weil wenn ich dir das sagen dürfte, ich war ja noch in einem sozialistischen Kindergarten, im Kindergarten des VEB Nawa-Klüner-Merksblau. Ey, und wenn da jemand eingemacht hat, das war nicht lustig, da wurden die anderen Kinder hergeholt und gesagt, guckt euch mal an, was die Dagmar gemacht hat. Zieht aus, machen nein, wir jetzt alle. Da muss, ja, also dagegen ist ein Lied. Ich habe sehr tief geschlafen und das war mein erstes Lied, was ich geschrieben habe, weil mein Papa, er war so verzweifelt, er meinte, Angelo, schreib doch ein Lied drüber und dachte, vielleicht hilft das. Das hat nicht geholfen. Aber ich hatte dann mein erstes Lied geschrieben. Ach, das hast du selber geschrieben? Ja, mit meinem Bruder Paddy zusammen. Meine Lieder wurden besser später auf jeden Fall. Das, hat's? Ja, das war nicht schwer. Ich lasse es dich jetzt nicht vormachen, aber nein, wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich das machen. Nee, mach also, doch mal vor. Ich muss allerdings auch sagen, ich werde heute leider nicht singen, weil meine Stimme ist im Eimer. Ich habe riesige Mandeln manchmal und das war jetzt die letzten Tage. Und deswegen, aber ich habe gehört, du setzt vielleicht mich. Naja, komm nur, das klären wir später dann mit dem Gesang. So, komm, erstmal Prost, genau. Wer hat mein Glas? So, sofort, ja. Also jedenfalls hast du, ich meine. Lecker.
Das sag ich doch. Lecker. Was Plauner ist das? Bier. Gab's das zu DDR-Zeiten? Ja, gab's, hast du aber schwer gekriegt. Wurde zum Besten geschickt. Ich meine, ist ja klar, dass das lange gedauert hat, wenn das immer plätschert. Ihr habt ja auf dem Hausboot gewohnt. Das ist doch klar, dass ne, ohne Mist. Nein, das hat damit nichts zu tun gehabt. Egal. Ach du, jetzt kommt ein Wortspiel. Hast du deswegen eine Frau genommen, die auch nah am Wasser gebaut wurde? Die kommt ja aus Rostock. Hast du das verstanden? Nah am Wasser gebaut wurde, seine Frau. Ja, wir tun jetzt so, ja. Ja, hallo. Du verstehst überhaupt kein Wort mehr. Ja, bei mir musst du ein bisschen nachdenken. Sag mal, aber ich verstehe echt kein Wort mehr. Also, kurz gesagt, du bist Bettnässer? Ja. Gewesen. Ja. Ihr habt mich nicht eingeführt. Ne, das ist... Du sollst ja hier auch was lernen, nicht wahr? Ja, deswegen und das muss ich war aber nicht das Peinlichste, was mir passiert nein, ist im Leben. Ich war auch bei der Kelly Family. Ja. Da muss ich sagen, oh, sag mal. Wumm. Bettnässer war ich bis zur 10. Klasse. Oh. Und das war gruselig. Aber jetzt kommt's okay. raus. Du. Ich wollte darüber nie reden. Ja. Aber jetzt habe ich eine Therapiestunde hier mit euch. Okay. Ich muss das jetzt loswerden. Da ich musste beim Arzt Sonnen malen, wenn nicht ins Bett, Regen malen, wenn... Furchtbar war's. Oh, yeah, yeah. Merken Sie, wie locker die Gäste bei mir sind? Ja, ja. Merken Sie, naja, das liegt muss an wohl an mir liegen. Das war mal. Ja, da seine Frau wurde am Wasser gebaut, will sagen, sie ist norddeutsche Rostockerin. Ja. Ja. Und jetzt kommt's. Jetzt kannst du ruhig erzählen. Ihr habt ihr Leid getan. Na? Der Papa, der war Bürgermeister von Warnemünde zu der Zeit. Ach, und das halt. Der hat uns die Erlaubnis gegeben, dass wir da hinterm Neptun 2 Wochen spielen dürfen. Ich verstehe. Und wir sollten dafür irgendwie eine Spende machen für den Kirchendach, der renoviert wurde. Und das war sehr, sehr gut, die 2 Wochen. Es war proppevoll, den ganzen Tag. Wir haben 3-4 Mal am Tag gespielt. Und da kamen 10.000 Mark im Korb über 2 Wochen. Und deswegen, ich sag immer, Gott hat einen neuen Kirchendach bekommen und ich eine Frau. Oh. Ja. Ja, ne, aber dazu muss man sagen, du warst 9. Ich war 9, ja. Ey, und ich habe mich sofort verliebt. Nee, ich habe mich ein Jahr später erst in sie verliebt. Also wir wurden erst Freunde und ihr Bruder war mein Alter. Wir haben da mit He-Man-Figuren gespielt und so ein Quatsch. Und als wir ein Jahr später wiederkamen, mit 10, habe ich sie ganz mit anderen Augen gesehen und da fing es wohl bei mir an, dass ich mich für Frauen interessiere. Anfangs. Und dann habt ihr hin und her telefoniert. Auch und dann hast du ihr die neuen Lieder vorgespielt. Ja, ich habe ihr viele Lieder vorgespielt. Sie hat mir auch Lieder vorgespielt. Sie hat auch schon immer Songs geschrieben. Und ja, wir waren 7 Jahre lang die besten Freunde. Und bis sie dann irgendwann gesagt hat, dass sie die letzten 2 Jahre auch das Gleiche für mich empfand. Und da hat das Warten dann sich gelohnt, auf jeden Fall. Ja. Hello, genau. Is it me you're looking for? Ja. Da würden wir aber froh sein, dass ihr die Katrin nicht mehr an der Telefon, genau. Wie heißt das, Vermittlung ja. sagen. Ja. Die hat euch getrennt. Wow. Weißt du, dass er dann sein ganzes Leben bei einer Frau geblieben ist? Das imponiert mich. Echt? Ja. Es gab nur diese eine Frau. Ja. Die du mit 10 kennengelernt hast? Ja. Ja, und auch für sie gab es nur mich. Und wir sind beide sehr, sehr dankbar dafür, weil... Man kriegt wie viele Kinder habt ihr? Wir haben 5 Kinder. Ah ja, das weiß ich ja. 5 Kinder, also da ist nie was daneben gegangen. Ich meine, was machst du anders als die anderen Kerle, die so jedem Rock hinterher gucken? Ne, ist es nie, das ist mir, du bist selber fasziniert, dass man jahrzehntelang... Ne, vor allem, das ist eine Kinderliebe ja. oder Freundschaft gewesen. Und das ändert sich doch dann ja. mit den Jahren, mit den Hormonen. Mit 16 und mit 8, sagt man ja. doch dann, ja, jetzt... Nein, ich sag's, und mit 30. Ich sag's mal so, also... Da wird's ganz verrückt. Ich sag so, ich habe einfach Glück gehabt, dass ich sehr jung die Frau fürs Leben gefunden habe und musste nicht... diesen ganzen anderen Quatsch durchgehen. Und ich weiß noch, als ich gerade mit ihr frisch zusammen war, ich war 17, sie war 20, sagte mein Bruder Joey dann zu mir, Angelo, du wirst das kaputt machen. Du bist schon so lange in sie verliebt. Du bist zu jung, du wirst das kaputt machen. Er dachte an seine eigene Erfahrung. Irgendwie, lass sie so ein bisschen so auf Warteschleife und ich helfe dir jemand irgendwie ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Er wollte mir... Training. Ja. Heimliches ja, Training. Ja, er dachte, ich müsste erstmal so ein bisschen ja. Erfahrung sammeln, weil sonst würde ich das vermasseln. Und ich sagte zu Joey, ich bin nicht wie du und... Oh. Weißt du? So was wird gar nicht mehr hergestellt, ha?
Oh, also es ist edel, sehr edel. Also wenn wir jetzt schon bei den Intimfragen sind, machen wir gleich mal FKK. Oh. Bist du ein Freund davon? Überhaupt nicht. Nee, jemand, hätte ich jetzt gedacht. Da bin ich sehr irisch und sehr katholisch. Machen und die das nicht? Nein. Aber ihr habt doch da viel geheime Plätze. Die Iren, die gehen, also wenn die zum... Also die meisten Iren gehen nicht zur Massage zum Beispiel, weil sich ausziehen und so. Und anfassen. Genau. Und dann, ich gehe gerne auch zum... Physiopathen? Ja, Physiotherapeuten. Psychopathen. Physiopathen. Das auch. Na, sehr schön. Ich gehe gerne zum Psychopathen. Sehr schön. Nee, das bin ich selber schon als Musiker. Und die erzählen, dass die immer auch dieses Problem haben, dass die Leute erst mit T-Shirt an und all drum dran und die müssen über die Klamotten arbeiten und irgendwelche... Ja. Ach, seid ihr da ein bisschen prüde? Auf jeden Fall. Finde ich aber gut. Aber du kannst so sein, du kannst auch alles da lassen, wo es ist. Es sind nur Fräulein Katrins Kurzfragen, kurze Fragen, kurze. So originell sind wir. Kurze. Ja, ich muss ja einen kurzen Anamnesebogen von dir machen. Zum Beispiel mit der ersten Frage. Spitzname? Oh je, je. Es gibt Angelino. Es gibt Dino Baby, hat mein Bruder Jimmy immer gesagt. Dino? Ja. Wie der Dinosaurier? Dino Baby. Weil als ich dann so 13, 14 in die Höhe schoss, sah ich trotzdem sehr unausgewogen aus. So ein bisschen so... Und dann fing er an, mich Dino Baby zu nennen. Und das blieb irgendwie hängen. Ja, Geschwister sind so, ne? Gnadenlos. Das hat mich abgehärtet. Ja. Was ist schlimmer, Haare im Ausguss oder Haare auf den Zähnen? Nochmal, was? Was? Er ist irre. Haare im Ausguss, Waschbecken. Okay, ja, oder ja. Haare auf den Zähnen. Also eigentlich kann ich mir schon denken. Haare auf den Zähnen. Haare auf den Kennst du das nicht? Die Haare Zähne auf den oder Nein, die Zähne. Zähne. Wie kannst du ihn denn, frag mich das. Ja. Also Haare ich würde, auf den Zähnen sind böse Menschen. Ja, böse Menschen. Ah, okay. Man sagt, wer Haare auf den Zähnen hat. Okay, ist, ja gut. Und ich soll einen entscheiden. Dann, ja, na, dann ist im Waschbecken. Ausguss ist doch klar. Ja. Schlimmstes Kleidungsstück, das du je besessen hast. Eieiei. Ich habe, da gibt es auch Fotos. Da gibt's. Ich habe was angehabt, das, ich dachte, das wäre wie so eine Rüstung. Wie so eine Art Kettenrüstung, Hemd. Ne? Aber es war von einem Fleischer. Und man sieht das auch. Das war wirklich so ein Stumpf von einem Fleischer. Und ich war 12 und dachte, das ist cool. Das sieht aus wie Mittelalter. Nope. Wenn du kein Musiker wärst, wärst du am liebsten Fleischer? ja, früher wollte ich als Kind Schauspieler sein, aber ich glaube, heute hätte ich doch, ja, Fleischer. Komm, wir beenden das jetzt mit einem Lieblingswitz. Hast du einen? Was hat drei Beine und ein Arschloch obendrauf? Schlagzeughocker. Ah, Gaga, du kriegst dich auch mal. Tut mir leid. Wie heißt du nochmal? Gaga. Ein Riesenapplaus für Gaga. Ja. In 24 Stunden wart ihr zusammen, Geschwister, aufeinander. Ihr konntet euch ja nicht wie bei Facebook einfach mal entfreunden. Ne? Ihr wart ja immer zusammen. Oh, das nervt schon. Ich meine, du darfst hier ehrlich sein. Hier. Nein, also eigentlich war es... Nervte ihn nicht. Was? Es war eigentlich, wir haben eine sehr besondere Bund gehabt. Wir waren auch nicht so, wir sind nicht mit dem normalen Musikgeschäft geschwommen. Wir haben nicht in den Clubs und später in den Hallen und mit Agenturen. Und so. Wir haben Straßenmusiker und wir waren als Familie auf dem Boot gelebt, sehr alternativ gelebt, Homeschooling gemacht. Und dadurch, wir waren in so einem eigenen Planeten. Aber es war ein schöner Planet und Ich bin dankbar, diese Kindheit gehabt zu haben, auf jeden Fall. Da muss man die Gene dafür haben. Für mich wäre das echt schwer gewesen. Also, und dann auch draußen, ne? Straßenmusik. Das ist ja, ist nicht immer hier Winter, 25 sehr, Grad. Sehr, sehr kalt. Ja. Also sehr oft mit minus 10 Grad dann Gitarre spielen. Denkst, die Finger brechen gleich ab. Aber wir waren tough. Also wir waren wirklich unglaublich tough. Ja. Und
ihr wart ja unglaublich erfolgreich. Und ich weiß noch, ich war zu der Zeit in Gera am Theater und da wart ihr auch. Ja. Also da haben ganz viele, ja, kennst du die nicht, die Kelly Family? Das war so Anfang 90er. Im Osten haben wir überall, ja, jede Ecke gespielt. Was wäre denn? Das ist so eine große Familie und da ist der Vater und der singt dann mit den Kindern. Da dachte ich, hä, was ist denn da? Wir kannten ja auch Straßenmusik jetzt nicht so. In der DDR gab es das ja nicht so. Aber es war ein sehr besonderes Gefühl. Direkt nach der Wende haben wir überall hier gespielt, in jedem Dorf, in jeder Stadt. Und die Menschen waren so emotional. Und das ist eine Verbindung, die wir als Kelly Family zum Osten haben, die, finde ich, manchmal tiefer geht, als wir im Westen haben, weil das dieser Moment, diese Zeit war. Aber vielleicht ist es bei David Hasselhoff ein bisschen mehr, weil er hat dafür gesorgt, dass die Wende kam. Ne? Ja, der war's. Der war's. Die Mauer. Ja. Sag das mal, Schwanne. Weiß ich. Nein, es liegt auch daran, dass die Ossis sehr treu sind, wen sie einmal ihr Herz geschlossen haben. Ja, aber wie kamt ihr denn darauf? Jetzt machen wir das erstmal alles im Osten und wir besetzen den Osten. Als Straßenmusiker spielst du halt überall. Und du hast das Problem manchmal, dass du so ein bisschen verbrannte Erde hinterlässt. Also zu viel da gespielt vielleicht. Und plötzlich waren ein ganzer Bereich in Deutschland, den wir neu spielen konnten. Wir waren auch wie Stars im Osten, während wir im Westen nicht ganz so waren. Weil wir halt bei Kessel Buntes so als die große Band aus dem Westen galten. Ne? Und das waren so ein paar der Gründe, würde ich sagen. Ja. Da seid ihr im Osten noch bezahlt worden. Ja, und nicht schlecht. Weißt du, wie bringt man das? Ihr müsst ja wieder fahren, das müssen wir dann umsetzen. Wir mussten wieder raus und wir haben halt Geld bekommen, Gage bekommen und haben versucht, am letzten Tag noch damit was zu kaufen. Wir sind in Berlin, in einen Musikladen reingegangen und der hatte nichts. Ich glaube, wir haben einen Mundharmonika gekauft. Alles andere hätte man Wochen, Monate warten müssen. Gab ja nicht. Wir konnten unser Geld nicht loswerden und dann mussten wir wirklich innerhalb von einer Stunde raus. Und da gab es einen Spielzeugladen. Und wir gehen da rein. Mein Papa schaut sich das alles an, sieht, dass das viel noch mit Holz gemacht worden ist. Oder diese Figuren, die so gemalt sind. Also fand er auch persönlich ganz gut. Hatte ihm an den 50er vielleicht erinnert. Und das hatte ich noch nie erlebt und nie wieder. Mein Papa sagte zu mir und uns kleinen Kinder, kauft, was ihr wollt. Wir sind mit Wagen gerannt und haben so reingeworfen. Und haben super viel gekauft. Ich habe manches davon heute noch, diese Figuren, diese Indianer und Cowboys und so, die gemalt sind. Ja, die sind wirklich alt. Ja, man konnte das Geld leider so schnell nicht loswerden. Was für Geld? Das ist die Gage. Na ja, es war DDR-Mark. Ich weiß nicht, was die da gezahlt haben damals, wie das war. Also es war genug für Spielzeug. Ja. Nicht für ein Haus. Ja. Und Fans sind ja schön, ne? Können aber sehr zudringlich werden. Also wir kennen das ja nicht so. Und da bin ich auch sehr froh. Du wirklich, weil das war ganz, was war denn so das Krasseste? Also wir haben natürlich viel erlebt, aber wir wurden auch sehr gut abgeschottet. Das war natürlich manchmal auch nervig, wenn man so ein bisschen unterwegs. Ja, aber wir haben immer Security dabei gehabt. Ich glaube, die einzigsten Momente waren zum Beispiel im Hotellobby unten bin ich dann kurz aufs Klo gegangen. Und sitzt da und macht mein Geschäft und... Geht die Tür auf? Nein, ist ja abgeschlossen. Und da kam so ein Zettel mit einem Stift. Können Sie das für meine Tochter unterschreiben? Denkst du auch so, jetzt brauche ich hier auch noch mein Security. Wahnsinn. Und es gab schon witzige Sachen. Aber im Großen und Ganzen war das halt auch einfach, es war so ein großer Hype. Dann war das einfach ein Teil davon. Das musste man auch verstehen. Oder aber ein sehr anstrengender, finde ich. Also so es war aber nicht für immer. Ne? Es waren diese 4-5 Jahre, die extrem waren. Und dann wurde es weniger. Und dann, muss ich sagen, war es halt eher so, als der Erfolg weg war und ich von dem Geld von davor nichts hatte und gerade irgendwie meine Miete zahlen kann, aber trotzdem Probleme habe hier und da mit Stalker. Das ist dann mies, weil du hast kein Geld für Security und du hast trotzdem teilweise das Problem. Und, aber mit der Zeit ist das auch alles weg. Aber das hast du hier nicht, du. Hier gibt es Security, mich, ne? Und du bist auch. Ja und hier auch. Du, wir werfen uns vor Nein. dich. Nein. Aber du bist doch Thai-Boxer. Hast du das? Früher. Thai-Boxer, ja. Wir haben, einer unserer Securities war deutscher Meister und Nummer 10 in der Welt. Ha. Und der hat uns dann 2 bis 3 Mal in der Woche trainiert. Und er war sehr, sehr gut, aber auch sehr streng.
Und die, die wollten bei uns, haben dann ja, 3-4 Jahre intensiv Thai-Boxen gelernt. Und das war fantastisch. Du bist so ein indisch, so ein angenehmer Mensch, gell? So, kannst du alles mal richtig aus. Ich bin eigentlich der Schauspieler hier. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wir haben es noch nicht gemerkt. Doch, nee. Nee, aber du Zuhause voll Choleriker. Ich weiß. Nein, doch. Echt? Ja. Ja? Ich spür's. Nee, auf der Bühne bist du, kommt da hier rüber. Du ja alles kommt raus. Hier rüber. Das kommt ganz stark kommt rüber. Hier rüber. Ich bin eigentlich, ja. Leid, aber ja. Du spielst, da hat man ja noch die ganze Zeit schon drüber geredet, du spielst ja sehr gut Schlagzeug. Nun haben wir ja zufällig eins da. Der Gaga hat auch dasselbe Schlagzeugformat wie du. Also der Platz müsste hinkommen. Es ist zumindest, er ist nicht Linkshänder, das ist schon mal sehr gut. Würdest du, was ist denn das jetzt? Ah ja, das wird jetzt sehr laut, ach so. Das stimmt. Wenn soll jetzt, ich was spielen? Ja, würdest du das machen, würdet ihr tauschen? Okay. Komm du mal dahin raus, Gaga, das dauert ja ein Stück. Ja, ich würde Ihnen raten, wirklich die in die Ohren zu stecken. Es ist also hier, die genau daneben sitzen. Ja. Für euch könnte es jetzt auch laut werden, wenn ihr mal noch... So, gut. Und ihr wollt hier, ihr könnt den Rest ja aufteilen. Es wird laut jetzt. Sag mal, aber Gaga, erst mal Eignungsprüfung. Hier durch die Finger drehen, das möchte schon mal... Was? Geht das? Kann ich hier. Das? Oh! So. Oder hier. Gut. Oder so. Und... Toll. Ja. Und so. Hey! Und hochwerfen? Ja! So. Das ist... So? Unglaublich, oder? Dankeschön, das war's, Sensationell! Was soll jetzt noch kommen? Gut. Feuer sehr spucken. Gut. Los jetzt. Jetzt wollen wir okay. Was hören. All right. Das hat mir hier drin gewummert. Wehgetan, ja. Ja, dass du mich nicht richtig verstehst, ist klar. Du. Oh, das ist ja Wahnsinn. Deine Kinder, sind die auch so begabt oder gibt es auch Ausfälle? Nee, also die singen eher oder spielen andere Instrumente. Schlagzeug ist noch nicht ganz, aber ich glaube, bei den zwei Kleinen kommt es eventuell noch. Weil die sind auch, die mögen Trommeln sehr. Mal gucken, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Luft kriegen. Ja, ich weiß, das ist richtig. Kann ich dir, das ist viel zu wenig, das ist kein Witz, das ist jetzt kein Witz. Ich habe ja früher auch getourt mit so einer Musical-Truppe und da kam mal ein Mann und sagte zum Schlagzeuger, und was Sie an diesem Abend geleistet haben, also das ist phänomenal. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin nämlich Schmied. Ja. Also das ist streng dann. Mein lieber Angelo, du hast es ja schon angedeutet, heute nicht singen, heute diese Stühle. Ich sag ja, man tut auch so, man ne? Wenn es in die dritte Staffel geht, dann habt ihr vielleicht andere Stühle. Ja, wir sind schon in der vierten, du. So. Dir sei das verziehen. Es tut mir so leid. Ich lebe ja in Irland, das ist meine Ausrede. Ja, richtig. Ja. Absolut. Ich krieg das nicht alles mit. Nun ist es, sag mal, willst du jetzt, nee, ich bin fein. Hast ja immer noch, du bist fein, schick. Gut. Weil sonst hätte ich jetzt mal auf den Whisky umgeschwenkt, so ein bisschen. Nee. Aber das machen wir nicht. Mit meiner Mandelentzündung. Also nicht ich nur wegen dir. Ne? Das ist gut. Ist gut, ja. Alkohol macht alles ja, rein. Das desinfiziert. Habt ihr einen irischen Whisky? Mach die. Hast du einen irischen Whisky? Oh! Hallo, der ist extra sehr gut. Für das Whisky. Ja, der woher wir gut. Das wohl wissen? Ja, da habt ihr woher gute... Woher wir das wohl wissen? Das gibt, ne? Und ja, komm, du tust deine Nase da weg. So. Genau.
Also jedenfalls haben wir uns jetzt, hast uns einen ganz schönen Schrecken angedacht, weil wir wollten natürlich jetzt mit dir hier rumrocken. Ja. Jetzt hat der Henne und ich, wir wollten uns ja nur beim Refrain einhängen. Jetzt sag mal Ossis über Nacht, dass die bis zum nächsten Tag 3 Strophen Englisch lernen soll. Russisch wäre ja noch gegangen, ne? Aber doch nicht Englisch, ja. Whiskey in the Jar. Das kennt man ja vielleicht auch von Metallica. Nun habe ich ja aber hier 3 Jungs sitzen. Die sind ja viel stärker noch als Stahl und Metall. Ja. Die sind DDR-Stahl, also wie Aluminium, weißt du? Aluminium. So wie die Münzen damals. Ja, genau. Das war unser DDR-Stahl, hallo. So, und jetzt probiert der Henne und ich. Der Henne hat nicht geschlafen. Ja. Also, jetzt kursch nicht so genau hin. Aber du, alles. Okay, also, wir sind eigentlich nur im Hintergrund, ja. Du bist es. Du bist. Ja, nicht bisschen. Wurf, wurf, wurf. Hey, hey, und so, alles. Du musst hier voll. Alles, kannst alles lautlos machen. Ich habe die letzten 2 Jahre keine Konzerte gehabt, wegen den ganzen hier Lockdowns und so. Aber jetzt wollen wir das alles sehen, du. Headbanging und alles Mögliche. Headbanging und alles. Oh, ohne Brille. As I was going over the far Carey mountain, I met with Captain Farrell, and his money he was counting. I first produced my pistol and then reduced my rapier to stand and deliver. Ah. I went into my chamber for all to take their slumber. I dreamt of golden jewels. For sure it was no wonder. But Jenny drew me charges and filled them up with water. Send to Captain Farrell to be ready for the slaughter. My shattering of a diamond star. Work for the daddy-o. Work for the daddy-o. There's whiskey in the jar. My shattering of a $2 star. Work for the wiederkommen, du. Mann! Und das war's auch schon wieder, meine Damen und Herren. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, dass wir ihn jetzt sogar noch Töne herauslocken konnten. Girlie, Prost! Cheers! Ja, ich bedanke mich bei der Schauspielerin, die nicht nur Plattdeutsch kann, sondern von der man immer noch geplättet ist, bei meiner Katrin Saas! Angelo, ey, ich bin, mir fehlen die Worte. Ach, du bist ja wirklich, du kommst von unten. Das ist toll. Ein Mann, der nicht nur wie ein Engel aussieht, sondern auch teuflisch gut Schlagzeug spielt. Du bist der größte Angelo Kelly. Vielen Dank fürs hier sein, vielen Dank fürs Zusehen, auch Ihnen zu Hause. Bis zum nächsten Mal, Ihre Katrin Weber.